Tja, Mahlzeit, Leute. Ich zeige euch mal ein, ja, Victorinox, was nicht jedermann kennt. Das ist auch ein ziemlich simples. Das ist das Victorinox Solo. Ich war eine Zeit lang jetzt auf der Suche nach dem idealen Festbarmesser für meinen LKW. Das heißt, das wird fest in meinem LKW drin bleiben. Denn ich hatte nicht immer Lust, unbedingt den Swiss Champ auszupacken oder mit dem Craftsman zu hantieren. Messer erinnert ein bisschen an das GAK 1, was man so landläufig noch kennt von der Bundeswehr. Das alte GAK 1. Aber es ist ziemlich unsinnig, im LKW Korkenzieher mitzunehmen. Wein trinken kommt nicht so gut beim Autofahren. Oder hier diese Aale. Ich habe ja in den anderen Werkzeugen alles drin. Also das hier ist ja eh Teil meines Bushcraft EDCs. Ist also von den Abmessungen genauso. Hat auch die gleichen Griffschalen. Ist nur halt dementsprechend etwas leichter. So. Während also das GAK 1 ein Gewicht von 117 Gramm auf die Waage bringt. Na, das ist ein bisschen unglücklich mit der Beleuchtung hier. Bringt das Solo schlappe 50 Gramm auf die Waage. Ist nicht verkehrt. Nee. Hat auch die gleiche Klinge wie das GAK 1. Und muss dazu gestehen, ich habe damit schon gefespert. Also ich esse sonst nicht auf meinem Schreibtisch, aber ja, ich hatte heute mal unbedingt Bock auf Baguette. Geht also durch wie Butter. Und ein bisschen Kräuterfrischkäsezubereitung. Sag mal so, ich mache im LKW ja selten mal eine Brotzeit. Die ich mir beim Bäcker so kaufe, weil das mir einfach so zu teuer ist. Oder oh, wenn ich mal richtig gut drauf bin, das werden ja einige von meinen Food Vlogs kennen, dann esse ich auch mal ein Frikadellenbrötchen. Die kosten ja nicht viel, aber am liebsten mache ich mir meine Brot oder vielmehr Brötchen selber. Und dafür halt so ist das hier ideal, finde ich, für meine ja, Mahlzeiten sozusagen. Schön scharf das Messer wirklich, also ab Werk. Aber das ist man ja von Victorinox gewöhnt, dass sie die Messer immer schön scharf machen. Wie gesagt, sonst nicht meine Art, mir mein Essen auf dem Schreibtisch zuzubereiten. Aber zu reinen Demonstrationszwecken ist das okay. Hat 12,98 € gekostet bei Amazon. Hm? 12,98 € kostenlose Lieferung für mich, weil ich Prime-Kunde bin. Und bin zufrieden. Das bleibt jetzt ab sofort immer in meinem LKW drin als ja, Vespa-Messer. Und das war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, haltet eure Vespa-Messer immer griffbereit, würde der Dennis jetzt sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Madet Jod. Tschö.